Hallihallo, hallo, willkommen zurück bei Star Wars World Republic. Ich bin ja. Blue, der Black ist auch mit am Start. Natürlich. Und wir haben hier ein paar Verrückte zu jagen, soweit ich mich erinnere. Hier auf Belsavis immer noch, besiege die entflohenen Wahnsinnigen. Okay, gucken wir mal, ob wir ein paar wahnsinnige Entflohene gefunden. Hier ist ein Wahnsinniger. Da ist schön. Einer. Oh, der haut mich schön zurück. Soweit ich weiß, ist das ja ein Gefängnisplanet. Der gefällt mir ziemlich gut, dieser Gefängnisplanet, muss ich sagen. Also, da haben sie Gefangenen ganz schön schön. Ne? Ja, also wie die gefangen sind, möchte ich mal Urlaub machen, ehrlich. So. Also wie in Deutschland. Ja. So. Kriegst dein Bett, kriegst dein Essen. Schöne Wiese hier, schön, na gut, bist vielleicht in einem Kessel eingekesselt, aber ey. Mhm. Schön grünes Gras. Im Grunde genommen kannst du sowieso alles machen, beziehungsweise kannst du sowieso in Deutschland alles erlauben eigentlich, oder? Na, heutzutage. Ja. Eigentlich, also teilweise, wenn man das so will, eigentlich schon, ne? Ja, es kommt drauf an, wer du bist. Je höher gestellt du bist, desto mehr kannst du. Und heutzutage, aber wie gesagt, das habe ich ja in Iron schon gesagt, ist ja auch so, dass in Deutschland sehr empfindlich mit der Nazi-Keule überall draufgehauen wird, wo nicht draufgehauen werden sollte. Früher, ja, wie gesagt, wenn du sagst, ich bin stolz, dass ich Deutscher bin, bist du schon Nazi. Hast du das Video gesehen, was jetzt hier in den letzten Tagen ein bisschen hier herumgebreitet wurde? Hier. Was denn? Darf er das? Hast du das gesehen? Wer darf was? Darf er das? Sagt nee. Das nee, sagt nee, man nichts. Okay. Okay. Worum geht's denn da? Erzähl mal bitte. Ja, keine Ahnung, das ist halt. Wurde jetzt ein bisschen mehr oder weniger gehypt, ging jetzt ein bisschen relativ schnell durch die sozialen Medien. Und da drüben in der Kiste? Halt ja. Hm? Sind Comedian, halt ganz normal, hat sein Stand-Up-Comedy-Zeugs halt runtergerattert halt, ne? War dabei Raub gewesen. Und keine Ahnung, da ging es halt darum, dass man halt über, ob man Witze über Randgruppen machen darf und so weiter, bla bla, und hast nicht gesehen. Und keine Ahnung, dann irgendwie ging das halt mal so zwischendrin, hat er einen Witz halt gemacht und dann hat er gesagt, ja, die eine Hälfte des Publikums lacht und die andere denkt, darf er das oder sowas in die Richtung? Ich hab's nicht gesehen. So, und keine Ahnung, das ist ein 5-6 Minuten Video und keine Ahnung, das hat, glaube ich, also zumindest bei YouTube selbst hat er schon, glaube ich, innerhalb der kurzen Zeit, ich glaube, das ist jetzt eine Woche online oder sowas in Richtung, 2 Millionen Aufrufe bekommen gehabt. Und wurde allgemein auch bei Facebook und Co., das zählt ja nicht mit rein, die Videoaufrufe, das wird ja da auch fleißig geteilt. Jo. Keine Ahnung, der Typ selbst halt, das Comedian, der hat halt innerhalb von einer Woche oder seit dem Auftritt seine Like-Zahlen von 200.000 auf 500.000 nach oben korrigiert, so sagen wir mal so. Ja, man muss dazu also sagen, genau. Und wie gesagt, er hat auch in der Hinsicht vollkommen recht, so auch wenn es als, sagen wir mal, als Joke gemeint war, war wahrscheinlich eher eine Satire, würde ich mal fast meinen, aber er hat vollkommen recht. Letzten Endes ist es in Deutschland immer so, viele Leute sagen, ja, darf ich das denn? Ich bin ja Deutscher, ich darf ja nicht sagen, dass ich Deutscher bin, weil sonst bin ich ein Nazi oder dieses in der Art. Also gerade wir Deutschen, ich habe da letztens ein Video von einem Amerikaner gesehen, der, wie hat er es gesagt? Most shocking problems you have, also die größten Schockmomente, die du haben wirst, wenn du in Deutschland zu Besuch gehst. Eins davon war, was er da gesagt hat, mach auf keinen Fall Nazi-Witze, die nehmen das hier voll ernst. Wir sind da immer absolute, wir haben da kein Problem mit, ja, hier, mach, aber die nehmen das absolut ernst, darfst du keine machen. So was in der Art. Okay. Ich glaube, wir sind hier fertig, aber muss hier mal. Ja, übrigens, ein weiterer der Schockmomente war übrigens, wie hat er gesagt, naja, nicht jeder Deutsche trägt eine Lederhose. Achso. Weil das ist ja gerade bei den Amis und überall eigentlich sehr, sehr weit verbreitet. Klar, amerikanische Besatzungszone damals war halt Bayern. Und ja gut, die Bayern machen das halt so und entsprechend ist das halt so durchgekommen. So. Ja, wobei auch nicht jeder Bayern eine Lederhose trägt, muss man dazu sagen. So, okay. Glückwunsch. Glückwunsch! Oh, dankeschön, ja, das habe ich ja toll gemacht. So, gehen wir mal auf die Kleider, weil wir müssen nämlich. Hier. Ja, hinter die Mauer müssen wir, glaube ich, wie es aussieht. Ja, das heißt einmal auf den Weg wieder bitte. Ich sehe schon. Oh, was ist denn das für eine Riesenechse hier? Besser will Vaktrühl, kenne ich nicht. Ey, hier hinten ist ein Sith-Zeichen. Hier ist irgendwas siffig. Gibt's hier Sith? Na ja, toll. So, ich gehe mal weiter, hier sind mir zu viele Sith. Vermutlich ist das vielleicht irgendeine Mission, die ein Sith hier erfüllen muss. Ist hier möglich? Wer weiß es das schon?
So, warte mal, hier ist noch was, das kann ich einsammeln. Kann ich? Ja, ja, hab ich. Okay, jetzt bin ich unterwegs. Das ist auch schön. Und ich finde das eigentlich cool hier mit der zufälligen Gleiterauswahl und dem zufälligen Haustier, was rausgewählt wird. So nützt du wirklich jeden Gleiter und jedes Haustier mal. Und hast nicht immer nur eins, wenn du 1000 Stück hast. Hat natürlich den Vorteil für die... Bist du da reingeflogen? Wo bist du denn jetzt? Ja, ich bin außenrum. Ja. Außenrum, also okay. Hopp, hier hoch. So, da schafft die Motivatorspulen. Genau. Du wirst übrigens verfolgt von ein paar Spaltschleichern. Das ist manchmal auch ganz kurios. Jetzt hier zum Beispiel, ne? Ich hatte wirklich mal ein paar Probleme gehabt jetzt mit Leveln und so weiter. Also, ja, und dann bin ich reingegangen und habe was an Schaden bekommen. Aber ich glaube, wobei jetzt die Firma, die heilt ja jetzt mittlerweile auch, ne? Also das stimmt, das ist ja. Stimmt, die macht gut Schaden, die teilt gut was aus und teilt auf jeden Fall noch mit. Ja, weiß ich nicht, habe ich nicht mitgekriegt. Kann sein. Ja, das ist ja jetzt auf jeden Fall neu durch den Patch. Also scheinbar kann da jeder Ding jetzt ein bisschen heilen auf jeden Fall. Und, ja, muss nicht unbedingt sein, aber vielleicht. Vielleicht hat sie jetzt endlich, weil, wie gesagt, der mit den zwei Sternen, oder der mit den zwei Feldern ist ja eigentlich der Jedi, weiß nicht, Botschafter. Auf jeden Fall eine der Klassen kann ja auch heilen. Vielleicht hat sie jetzt dieses Upgrade bekommen, dass sie eben dieses jenes ist und nicht einfach so nur so ein billig nebenbei. Das kann natürlich sein. Ob sie jetzt alle Klassen heilen können, weiß ich nicht. So. Hopp. So, zwei Motivationsspuren haben wir schon mal. Huch, das habe ich irgendwie dahinter geschossen. Das war nicht geplant. Na toll. Ja. So, die kommen zurecht. Knüpfe ich mir mal genau das vor. So, hier unten mein M14X kämpft noch. Oh, hat den alleine platt gemacht. War auch nicht schlecht. Das ist auch fein. Ja. So, Motivatorspulen haben wir. Also ich habe alle. Achso, ja, ich bin hier. Naja, na gut, da hinten ist eine Kiste, die können wir auch mal einsammeln, schadet nicht. So. So, ich weiß nicht, was ich jetzt schon wieder angeschossen habe. So, Bauplan für Schnarrer, das habe ich jetzt schon mittlerweile 1000 Mal, denke ich mal. Gibt gerade relativ viel, scheint ein Event oder so drauf zu sein. Möglich, ich habe mich nicht nachgeguckt, ich habe mich informiert. Ich habe aber auch gar nichts von einem Event gelesen. Ich habe natürlich nicht... War jetzt doch relativ viel drauf. Ja, ne, vielleicht sind die ja hier jetzt so üblich. Weiß ich doch nicht. Okay. Ranzen mit Handwerksmaterialien. Das heißt, wenn der, das wird ähnlich wie bei Eid, bei Iron, solche Beutel, wird das hier so ein Ranzen sein, wo du ein bisschen Zeugs rauskriegst, wahrscheinlich. Vermute ich mal ganz stark. So, hier in die Richtung, da hinten, ist schon wieder eine Mauer. Ach, hier Mensch. Sind überall Mauern, das ist irgendwie... Auf der Mauer, auf der Lauer, liegt eine kleine Wanze. Naja, gut, eigentlich müssen wir wieder hoch, oder nicht? In einem Gefängnis ist das normal. Warte mal, wir können ja auch immer geradeaus und dahinter das Ding machen. Der Eingang, der zu dir reinführt, müsste für dich sein. Hier. Planänderung. Machen wir eine Planänderung, gehen zur Planänderung. Ah, es dürfte relativ schnell gehen. Jo. Nö. Scheiße. Augenblick. So, hier hinten geht's raus. Gucken wir da mal. Ja, das oh, fuck. Ist ein Fett-Victim. Ja. Oh, da kommt man nicht hoch. Ja, ich muss das mal meine Verfolger ausschalten. Die haben mich vom Gleiter geschossen, die Säcke. So, hier. Aber hier unten kommt man scheinbar links und rechts. Jo, Augenblick. So, okay, unterwegs. Ah, da bist du. Hä? Yeah. So, du hast den Ort primäre Sicherheitspassage entdeckt. Ich habe ein Problem. Was denn? Großes Problem. Wen hast du wieder angegriffen? Oh je. Da ist er reingerannt.
Oh, verdammt, sind die stark. Imperialer Verteidigungsdruide. Ich glaube, das ist das imperiales Gebiet. Ich glaube, das ist die Basis von den Imperialen. Den kriegt man halt nicht platt, ne? Ja, kriegt Scheiße, man schon platt, langsam. Aber ja, nicht zu zweit. Das sind halt so richtige NPCs, die halt so dastehen eigentlich für die, genau, die Imperialen. So, und dann komm mal wieder mit hier. Kannst du mich irgendwie auf den Weg. Du liegst hier, ne? Ja. Ich versuch's. Oh. Ich muss das mal ein bisschen weglaufen. Ich komme gleich wieder. Vielleicht. Wenn du Glück hast. Na gut, ich stehe halt einfach mal auf, aber das sind halt 500 Meter halt, ne? Ja, vielleicht bist du aber auch richtig. Mal schauen. Ja, du bist gar nicht schlecht gelandet, siehst du? Bist bei einer Quest. Ah ne, bist beim Gleiter. Aber du bist da hinten. Das heißt, ich muss erstmal durchreiten, hier durch die imperiale Basis. Einfach links und rechts die Basis liegen lassen und mal den Weg nehmen. Mhm, genau. Vielleicht das günstigste. Dort war, ich hatte jetzt nur gesehen gehabt, dass da eigentlich hier dieses Kleidermodul, also hier diese Droide dort steht. Und dann waren da noch diese anderen beiden Dinge. Ja, und die haben mich halt auf einmal angegriffen. Ja. War halt ganz schön gemein. Doch, na gut, nach hinten müssen wir auf jeden Fall dann noch. Oben ist, glaube ich, der Start hier auf dem Planeten, ne? Kann das sein? Ja. Oben in der Ecke waren wir. Weil, wenn ich das so sehe, ganz schön großer Planet hier, ne? Ich hab's noch nicht geguckt. Aber ja, schauen wir mal. Ja, geht schon. Sieht. Geht schon. Ah ne, das ist deine Quest, scheinbar. Oh, ja, na gut, dann machen wir halt erstmal meine. Ach so, ja, da muss ich mich jetzt echt dran gewöhnen. Lila wird ja auch mir angezeigt. Mein Handy ist mal wieder an, tut mir leid. So, warte mal, hier habe ich eine Quest anzunehmen. Was hast du denn gemacht? Na komm, nehm mal an, Junge. Jetzt. Eine Menge Geballer. Das Dolchgeschwader hat es immer noch drauf, ihr Feigenmörder. Finde ich immer wieder lustig. Euer Nachschub ist hier, Harlan. Hab eine riesen Medipacks auch. Hab eine riesen Knarre auf dem Rücken, baller aber mit einem Blaster. Das ist das, was ich heute gehört habe. Die Armee hat also endlich Verstärkung geschickt. Oder seid Chaos-Trupp. Heute ist unser Glückstag, Leute. Verschanzt euch und flickt eure Wunden zusammen. Die Armee hat die Besten der Besten geschickt. Genau so ist es. Ich will die Position der Imperialen, ihre Bewaffnung, alles. Ich bin ja auch mit dabei. Sie haben sich weiter hinten in den Tunneln verschanzt und sind ziemlich gut ausgerüstet. Wenn wir sie nicht überrascht hätten, wären wir jetzt alle tot. Hier drin gibt es vielleicht auch noch schlimmere Dinge. Ich habe gehört, dass in diesen Gewölben ziemlich schreckliche Sachen eingeschlossen sind. Niemand macht sie auf. Niemals. Ihre Republik hat die Besten der Besten geschickt. Und Dylan. Ich werde nach ungewöhnlichen Vorkommnissen Ausschau halten. Wir sorgen dafür, dass euch niemand flankiert. Gebt diesen Imperialen, was sie verdienen. Haben wir vor? Also liebe Zuschauer, ja, lasst euch von einem, der noch etwas grün hinter den Ohren ist, bitte nichts sagen. Ich bin nicht etwas grün hinter den Ohren. Seht ihr meinen Charakter an, der ist definitiv richtig grün hinter den Ohren. Alles andere wäre blöde. Genau, darauf habe ich ja angespielt. Ja, und es ist ein Zeichen von Erfahrung. Oh, guck mal an. Ich habe von meinem Tank hier, von meinem ME1-4X, der übrigens genauso heißt wie der Server, fällt mir gerade auf, habe ich einen Tank-Buff gekriegt. Machst du fein. Kannst aber jetzt ruhig wieder mitkämpfen. Kira hält wirklich ganz schön viel, muss man sagen. Ne? Naja, wie gesagt, wenn sie wirklich dieser Jedi-Heiler ist, dann ist der effektivste Heiler, soweit ich weiß. Da drinnen sind irgendwelche Viecher noch vorbeigerannt. Also Vorsicht. Na, da vor geradeaus halt. Okay. Vergessene Bestien, ich glaube, du, was wird das sein? Hier, wir rennen hier fleißig wie die Wilden durch die Gegend. Ah, da gucken wir da hoch. Die haben sich schon platt gemacht für uns. Dankeschön. Ja, danke. Ist einer jetzt tot? Ja, der eine ist jetzt tot. Ja. Die sind beide tot. Ja, die kämpfen ein bisschen gegeneinander und wir können alles abballern. Ist doch nicht schlecht. Und das Schöne ist, die haben die Viecher platt gemacht und die haben auch für uns gezählt. Ja, für dich halt, ne? Ja, also für mich. So, abgeschlossene Bonusmission. Vergessen, aber nicht verschwunden. Jö. So, gucken wir mal.
Wir sind hier eh ein bisschen verkehrt, wir hätten in die andere Richtung gemüsst, oder? Oder war das die Bundesmission? Ja, ich schau mal. Das war ja, ja, Bundesmission fertig. Und am Anfang ist halt jetzt noch irgendwie was sowas in die Richtung. Genau. Planänderung. Na gut, dann ändern wir mal den Plan und sie schauen uns das in der nächsten Folge an, würde ich meinen, oder? Ja, genau. Jo. Denn Leute, freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst ein Feedback da, Daumen nach oben, ja, Kommentar, was wie wird. Ihr könnt mir auch gerne mal sagen, was denn nun jetzt mit Elara ist. Glücklicherweise hat er natürlich jemanden, damit ein bisschen nackte Haut da ist. Aber, ja, wie gesagt, keine Ahnung, ob das mit Elara ein Bug ist oder ob das noch später kommt. Müssen wir mal gucken. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.